Ja! Endlich! Ja! Willkommen zu Finally Let's Play Kerbal Space Program. Es war mir ein Jumbo-Pläsier, es endlich aufnehmen zu können. Und ich muss direkt schon anfangen, wieder aufstoßen. Aber ich habe mich ganz professionell gemutet. Start Game! Was ist denn da für ein Kackfleck hier? Sieht aus, als hätte irgendein Titan einfach mal irgendwie so eine Bremsspur hinterlassen. So, wir starten neu. Safe Name. Nennen wir mal. Let's Play 1. Falls es da mehr gibt. Ja, Career nehmen wir. Difficult Options. Die Musik fängt von neu an. Spitze. Outer Crew Members Before Flight. Das hätte ich gerne an. Gucken wir mal. Declan, Start Phones. Ja, passt soweit. Ich bin ja Profi, ich brauche nicht so viel. Oh, das ist das klein. Gucken. Gehen wir da mal für eine tolle Flagge. Warte, gibt's hier die eine? Wo ist sie? Da. Die hätte ich gerne. So. Start. Oh. Das ist neu. Nice. Aha. Okay. Just a small. Was auch immer. Jo, weiß ich. Junge, ich bin Profi. Ich bin doch schon länger, als du kennst. Ob du existierst, Bitch. Ja. Muss ich erst mal wieder in die neuen Versionen der Mods reinfinden. Guck mal hier. Configurator. Ah, hier. Die Scan Maps. Oder. Ja, doch, Scan Map. Map PC, Booms, glaube ich. Ah, die Brightness, Distant Vessel Rendering, das hätte ich gerne. Maximum Skyline. Das ist mal wie auf, ja, ungefähr 25. Boah. Pistisch. Remote Tag enabled. Present, World Scale, ja, was auch immer, das ist mir recht. Gucken mal. Guck mal, die Tracking Station, wie es mit den. Ja, wen es juckt, kann sich Pause drücken und lesen. Pause drücken und lesen. Ja, das hat auch schon geladen. Ja, da sind wir, genau. Die ist neu, da muss ich mich auch erstmal reinfinden. Haben sie, da sie nämlich von der 1. Punkt, nee, von der 1.0 auf die 1.1 auf Unity 5, meine ich, umgestiegen sind, mussten sie, ja, die GUI neu schreiben. Also so komplett neu schreiben. Elo? Cool. Die Outer Planets Mod hat nicht geladen. Und die Custom Asteroids glaube ich auch nicht. Spitze! Gefällt mir auch. Aber wir werden uns eh erstmal die ersten, sich 100 Folgen oder sowas erstmal hier in dem Bereich befinden. Es ruckelt ein wenig, meine ich. Ah, wundervoll. Ist übrigens die 64-Bit-Version. Falls es jemanden interessiert. Es ruckelt wirklich ein wenig. Mysteriös. So, wir können maximal 2 zurzeit annehmen. Das nehmen wir mal. Ja. Contracts. Ja. It seems incredible to achieve. Give us a quick crew report before launching. It's fine if any of the lights, the control panel are flashing. Just give us a swift kick. Prestige. Travel. Experience. One day. 5 hours. Objectives. Recover or transmit any science experiment data from Kerbin to achieve this goal. Even go in repeat reward. Ja, 5000. Ne, 1000 genau. 4110. So, das akzeptieren wir auch mal. Ne. Ah, schön, dass wir das uns hier dargestellt. Spitzernmäßig. Ne, falls man es nicht weiß, geht so ein bisschen darum, also im Career Mode, wo wir uns gerade befinden. Hier, wir haben sogar extra Geld bekommen. Spitze. Geht's darum, mehr oder weniger Contracts anzunehmen, die sie dann completen, beziehungsweise diese Bedingungen. Moment. Hier in dem Fall Science Stuff, genau, Stuff zurückzubringen. So, hierher dann wieder quasi zurückzubringen. Wir werden allerdings noch nicht sehr viel in die weiten Fernen starten. Ja, Google Shop über 5, nee, 400 Prozent.
400 Spielstunden, da ich weiß, wie das Spiel funktioniert. So fusioniert. Fusioniert, genau. Es ruckelt, ne? Was ist denn das? Es ruckelt. Guck mal einer an. Ich meine, hey, OBS lastet meine TP auch nur zu, hey, 40% aus. Weg, Alter. Compact, so. Clip Description haben wir nicht. Warte mal, wo war denn das? Hier. Room. Ja, wir haben unseren Jebediah Kerman haben wir drin. Das ist gut. Auch sie ist sehr gut. Wenn ich mich richtig erinnere, kann man jetzt auch hier mit Maus halt hoch und runter scrollen. Früher hat man immer hier unten Seiten gehabt. Ja. Alt Computer. Oh, ich glaube, ich habe. Ich glaube, ich wollte noch KOS reinnehmen oder so. Habe ich das mit drin? Ah, ich gucke jetzt nicht. Wir haben genug Mods. Wenn man sich mit Mods beschäftigt. Das nenne ich mal den. Ja, Anteil des Spacecraft klingt gut. Ich fiel auf die Stelle keinen Namen ein. Denn wir können schon direkt auf Anfang die ersten Science-Punkte einsammeln. Das ruckelt wirklich und das stört mich gerade ganz massiv. Moment, Crew Report. Crew? Danke. So, 1,5 Science. Nehmen wir. Das kann man auch nicht machen. Erst Inventory. Ja, schön. Oh, guck mal, wie Performance eigentlich das hier auch läuft. Ja, wahrscheinlich mehr ein Boomers bei mir. So, EVA Report. Jo, 2,4 Science. Nehmen wir. Sieht schon interessant aus. Oh, guck mal, ich kann da. Ich kann ins Launchpad reingucken. Wunderschöne Wiese. Eins muss man lassen. Wer oben das macht, der schafft es immer schön, die Gräser niedrig zu halten. Hier ist nie irgendwie mal zu hohes Gras oder zu niedriges. Es ist immer genau perfekt. Und Sport. Ist übrigens sehr ruhig. Nebenbei bemerkt. Ich glaube, das reicht auch schon. Mehr können wir gar nicht aufnehmen. So, dann hier Recover Vessel. Recover. Schrecklicher deutscher Akzent. Im englischen Bereich. Das haben wir natürlich jetzt nicht geschafft. Ja, 5 Data, 8 Data, 8 Data. Data Value und 4? Ne, 3. Ja doch, 4 Science haben wir bekommen. 4,9, um genau zu sein, wie es da oben steht. Der Typ hat einen XP bekommen. Der gute Jebediah. It's Research and Development. Und wir jetzt hier nämlich eine ganze Menge an Sachen, die man freischalten kann. Ruckelt wirklich. Das ist schrecklich. 3 und 5. Achso, es kostet beides 5. Nothing. Jetzt. Ja, brauchen wir aber noch nicht. Ja, gut, passt schon. Dann. Escape the Atmosphere. Kriegen wir es jetzt schon hin? Denke nicht, aber ich nehme trotzdem einfach. Ja. Ich muss ausstoßen. Ich habe gar nicht gesehen, ob mein Mikrofonpegel ausgeschlagen ist. Wenn nicht, umso besser. Es ist übrigens toll, dass ich übrigens gerade gestikuliert habe, es allerdings keiner gesehen hat. Das ist der Wahnsinn. Ich meine, ich hätte gerade bei mir hier irgendwas gehört. Na egal. Haben wir schon den Dekoppler? Nein? Ja. Muss ich ja nicht erklären, was ich gerade mache? Ich mach's einfach mal. Ne, man hat hier den Pod, also den Command-Pod, den MK1. Ne, das ist so der ziemlich der kleinste, den es so gibt. Wo eine einzige Person drin sitzt, wo ich jetzt einen Fallschirm dran befestigt habe. Und zwei von diesen Mystery Goo Containment Units. Ich habe irgendwie bis heute nicht verstanden, was genau deren Nutzen sein soll. Also so vom realistischen Standpunkt aus. Weil der kann nämlich. Ich weiß, dass man damit im Spiel Science collecten kann. Ja. All Goo, wie heißt denn? Ich kenne den Begriff Goo nicht. Da habe ich jetzt gerade keine Ahnung, was das bedeutet. Muss ich vielleicht irgendwann mal googeln.
Dann Solid Fuel Booster. Der ist quasi, kann man sich ein bisschen vorstellen wie eine Feuerwerksrakete. Zündet man einmal, brennt durch, bis es nichts mehr da ist, was brennen kann. Muss ich tatsächlich mal überlegen. Was könnte hier. Ich versuche jetzt gerade zu verhindern, dass das Ding beim Starten irgendwie sich umdreht. Deswegen bin ich am Überlegen. Hallo, würdest du bitte? Danke. Überlegen, ob wir hier Basic Fin dran packen. Ne? Also so kleine Flügelchen. Flügelchen. Kleine mäßig Tragflächen. Hallo, jetzt. Aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Das Ding ist noch so Low-Bob-mäßig. Aber das will ich gerade mal machen. Das mache ich den runter. Oder? Hat das. So, mal. Ja. Komm mal. Denn es macht nämlich wenig Sinn, wenn wir sehr weit unten in der Atmosphäre bleiben, dass wir dann tatsächlich mit, was ist das maximal, 192 Kilonewton hier starten sind. Das macht nämlich relativ wenig Sinn. Gehen wir damit mal einen Tick runter. Ich würde sagen, ja, 145 ist relativ gut. Wollen wir es durch hier Thrust-to-Weight-Ratio. Ja, das sollte eigentlich gehen. Keine Ahnung, ob das jetzt Sinn gemacht hatte. Wir nennen es mal Cablecraft. Also irgendwie Cablecraft oder sowas. Nee, das klingt irgendwie so nach Cablecraft HDLP. Könnte irgendein 0815 Minecraft-YouTuber sein. Launch. Ach ja, Minecraft-YouTuber. Oder Minecraft-Let's Player. Es gibt sie wie Sand am Meer. Oh, es gibt allgemein Let's Player wie Sand am Meer. Okay, Jeb, bist du bereit? Ach stimmt, es gibt jetzt. Oh, IVA. Ah, guck mal, hier übrigens die. Warte. Was stand da unten? Die Internal. Die Vessel. Irgendwas. Also, ne, die Sicht von innen. Kann man sich dann schön umsehen und hier zum Beispiel auch aus dem Fenster jucken. Ja, jucken. Jucken ist absolut korrekt. Putz! Oh, es ruckelt. Ich möchte raus. Danke. Oh, wir sind tatsächlich sogar zu schnell. Wer hat's gedacht? Hier übrigens den Throttle, also die hoch die Geschwindigkeit gewünscht ist. Habe ich versehentlich nach oben gestellt. Ist eigentlich vollkommen wurscht. Weil sich die kann nämlich da nicht regulieren lassen. Nur wie gesagt, wie eine Feuerwerksrakete, das Ding startet einmal und kommt dann nie wieder zurück. Machen wir mal auf. 7? Hm. Einmal noch nicht. Ich warte nochmal, bis wir am höchsten Punkt sind. Auch gleich wo? Bei 8390. Ah, ich denke nicht, dass es noch so viel verändern wird. Nehmen wir. Ich hoffe, der Fallschirm kann das. Also, so, dass der Fallschirm uns weit genug abbremst, dass das Ding hier unten nicht kaputt geht. Guck mal, da hinten ist eine Stadt. Oder so Anzeichen einer Textur in Richtung Stadt. Ist übrigens auch ganz wundervoll, dass die Mod einfach stellenweise ein bisschen Stadt in Texturform da reinquetscht. Jetzt kann man übrigens, glaube ich, gleich einen ziemlich interessanten Fakt. Fakt ist relativ, einen ziemlich interessanten Effekt sehen. Da nämlich wir perfekt senkrecht gestartet sind, wie man hier sehen kann, und auch perfekt senkrecht wieder runterfallen. Kann man den Fallschirm. Ja. Heißt, dass wir in der Zeit, in der wir oben waren, dieser Bereich hier, in dem wir uns, beziehungsweise der Bereich, in dem wir uns landen, da hat sich der Planet unter uns weitergedreht. Das heißt, wir sind an dem Punkt gestartet, nach oben, der Planet hat sich unter uns weitergedreht und wir sind perfekt senkrecht wieder hier runtergefallen. Und auch der Planet ist nun vielleicht 100 Meter oder 50 Meter weiter. Das ist physikalisch relativ interessant. Das Spiel ruckelt, das mag ich nicht. Oh, ist das Codierung überlastet? Erwägen Sie Ihre Videoeinstellung zu verringern oder benutzen Sie irgendwas und da ist der Text weg? Ah, 6,7. 6,9. Das könnte eventuell knapp werden. Ja, also das ist übrigens
übrigens unsere Geschwindigkeit, Bewegungsgrad mit 6,7 Meter pro Sekunde Richtung Boden. Das sind. Muss man nur nochmal rechnen. Ich hab's vergessen. Man da mal oder geteilt rechnen muss. Ich weiß es nicht mehr. So, wir haben einmal einen Luft und einmal auf dem Boden. Ja, 3 Science, das nehmen wir. Übrigens, sehr toll hier mit. Geht das eigentlich? Ah nein, das geht nicht. Okay, dann erkläre ich das irgendwann anders mal. Ja, wir sind gelandet. Wir können Recover Vessel. Persönlich finde aber die Anfänge immer relativ langweilig. Ja, nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir. Escape the Atmosphere. Das werden wir als nächstes machen. Altitude auf 70.000 Meter. So, wie viel haben wir jetzt? Oh, nice. Da könnten wir es sogar schon bekommen. Jupp, das brauchen wir. Und das brauchen die tatsächlich auch. Mission Control. Ach du Kacke. Test, Orbit Cabin, Solid Fuel Booster. Orbiting, ja, to above Cabin. Stack die Koppler, splashed. Das können wir, glaube ich, machen. Aber. Na komm, ich versuche erstmal den Orbit zu erreichen. Nee, das ist am Anfang manchmal ja nicht mal so einfach, da genug Loop zusammenzubekommen. Irgendwie zusammen zu kratzen oder so. Ja, so. Oh, kommst du her? Dann. Manchmal habe ich das Gefühl, der reagiert auf meine Eingabe nicht. Dann mach ich jetzt nicht. Ich habe überlegt, ob ich kurz mal in den Task Manager gucke, was denn gerade so die CPU so auslastet. Aber ich weiß dann doch nicht. Ja, das ist natürlich ganz verlockend, mal auszutesten. Magnetometer. Ja, das können wir eigentlich auch mal im Orbit auslassen. Ja, was wiegt das Teil? 0,1. 0,05. 0,015 und 0,5. Ah, schade. Ich hätte nämlich gehofft, dass wir dann einen Mystery Goo Container abnehmen. Und auf die andere Seite so ein Ding klatschen. Aber das wird nicht. Das wird nicht. Können wir einen? Ach, das finde ich so schade. Es ist nämlich in der eigentlichen Raumfahrtgeschichte sind nämlich die ersten Raketentests nämlich nicht mit tatsächlich bemannten Gefährten, sage ich mal, gemacht worden, sondern mit selbstfliegenden Raketen. Weil nämlich man, glaube ich, allein schon von der Theorie her keinen findet, so hey, willst du dich mal auf dieses in dieses Raketensystem da reinsetzen und dich mit 3000 km in die Luft durch die Luft schießen lassen? Die haben auch nur eine Failrate von 80%. Wird schon gut gehen, keine Sorge, sind gut versichert. Bin ich immer sehr vertrauenswürdig. Vertrauenserweckend. Irgendwie eins von beiden. Ich muss gerade mal überlegen, wie. Ich glaube da immer, wie viel man maximal. Genau, wir können maximal 30 Teile und 18 Tonnen. Also, wir müssen ja irgendwie von einem. Also, ich denke, das ist übrigens so einen geringen, also einen kleinen Orbit. Low Orbit ist das, glaube ich. Ja, kleiner Orbit, Low Orbit, klingt irgendwie logisch. Ja. Meine Idee ist, dass ich so ein Ding hier nehme. Ich glaube, meine Mutter ist gerade nach Hause gekommen. Ist cool. Ich glaube, so viel brauchen wir gar nicht. So viel sollte reichen. Ja, das sollte eigentlich reichen. So, dann kommt das nach unten dran. Ah, stimmt, das Ding habe ich vergessen. Klatschen wir mal. Jetzt kann man übrigens hier unten den Lamp-Mode ändern. Wird das nämlich nicht so etappenmäßig gemacht, sondern man kann sich ganz smooth darum bewegen. Packen wir mal so relativ weit unten, oben und weiß es nicht. Warte, das war mit zwei L genau. So. Huch. Ja. Das eigentlich ganz gerne ein Stück weiter reinmachen. Wird das nicht beim die Orbit dann ganz so weit
weit ganz so viel an Hitze abbekommt. Oder nicht ganz so viel an Hitze abbekommt. Nochmal ein bisschen achten. Ja, das geht noch. So. Die einzigste Liquid Fuel Engine, die wir noch haben. Oder die wir überhaupt haben. Gucken wir. Nee, Delta V, wo ist mein Delta V? Hier. Kann ich doch nicht genug sein. Ah, da haben wir einen. Haben wir eigentlich. Ah, haben wir nicht.